So. Hände gehen über die Seite hoch, einatmend. Und über die Mitte senken, Knie dabei mit beugen. Fangen wir damit an. Energiedusche, einatmen. Einfach die eigene Energie annehmen können, akzeptieren, umarmen können. Mit diesem Gefühl, jeder für sich. Du nimmst deine Energie an, du nimmst dein Schicksal an, du nimmst dich so an, wie du bist, mit allem drum und dran. Unsere gesellschaftlichen Erziehung ist immer so darauf gelegt, seit Kindheit an, dass wir auch Geschichten erzählt bekommen, gut gegen schlecht, weiß gegen dunkel. Die Helfer, die ganzen Ritter und Helden gegen die bösen Dämonen etc. Und dabei werden wir dadurch erzogen, konditioniert, dass dunkle Energie Schlechtes wäre, etwas, was wir vertreiben wollen. Aber das ist eigentlich nur eine Unterdrückung. Jeder hat weiße und schwarze Energie in sich. Jeder hat, wenn du es bezeichnen willst, gute und schlechte in sich. Jeder hat Shiva und Shakti in sich. Wir müssen sie beide umarmen. Vor allem diese dunkle Energie, die wir immer verneinen wollen. Umarme diese, auch deine Pechmarie lieben lernen, statt die zu verstoßen. Auch diesen gewissen schwarzen Wolf nähren und umarmen, statt zu verstoßen. Und darum geht's. Dann haben wir eine Einheit, statt getrenntes, getrennte Pole. Wie soll man sich sonst wirklich komplett lieben, wenn man einen Teil von sich abstößt? Deswegen, dein Qi annehmen, umarmen. Mit allen Facetten von deinem Wesen. So, dann die Beine bitte, ein bisschen mehr auseinander, ein bisschen mehr, ein bisschen breiter als deine Schulter. Dann Arme, als ob du einen Baumstamm umarmen würdest. Hier. Dein Rücken ist weder Kuh noch Katze. Es ist eine ganz natürliche Haltung. Du darfst natürlich auch tiefer gehen, wenn du möchtest. Müsst ihr nicht. Müsst ihr nicht. Ihr dürft. Reicht auch, wenn du natürlich nur ein bisschen gebeugt leist. Und hier bleiben. Mit der Zeit wird das Gefühl geben, dass es alles so anstrengend wird. Hier Schulter und auch im Armbereich bitte. Einfach vom Gefühl her, die Schwere wegatmen, weg, einfach über den Bord werfen. Also nicht so verkrampft, sondern eher leicht. Richtig. Und zusätzlich vorstellen, weil die Bewegung natürlich auch eine umarmende Haltung ist, dass alles, so wie du jetzt bist, deine aktuelle Situation im Leben, annehmend. Annehmend, atmen und bleibend. Man will immer Dinge, irgendwas nicht haben, aber nimm das erstmal an. Alles annehmen, so wie es ist. Leicht gesagt, wir üben zusammen. Wir üben zusammen, okay? Spür mal sogar in die Hände hinein, bis in die Fingerspitzen. Es kribbelt, es gibt eine gewisse Wärme, vielleicht in Form von Elektrizität. Ist doch ein schönes Gefühl, wie deine Energie in dir fließt und das einfach annehmen können. Das macht einiges aus in Richtung Selbstliebe, in Richtung das wahre Selbst, jenseits von narzisstischen Selbst. Dann aufrichten, die Arme senken, senken, senken. Die Beine bleiben so auseinander. Jetzt stell dir mal vor, deine Fäuste, die du jetzt ballst, links und rechts, sind wie zwei kleine Steine. Und die kleinen Steine hängen an einem Seil. Und hier dein Becken ist ein großer Brocken, ein Gesteinsbrocken. Und von deinem Gesteinsbrocken, von deinem Becken aus, fängst du an, sanft zu schwingen, die kleinen Steine. Und die Fäuste, die kleinen Steine, bleiben auf der Höhe von deinem Beckenbereich, unter Rückenbereich. Ruhig langsam, gar nicht so schnell, nicht zu viel Schwung. Sanfte Schwung, sanfte Schwingbewegungen. Genau.